Herzlich willkommen zu meinem Podcast heute. Heute geht es um das Leitbild des Verbrauchers. Wir sind früher davon ausgegangen, es gibt den mündigen Verbraucher. Ich glaube, dieses Bild des Verbrauchers ist überholt. Denken Sie doch mal selber über sich nach. Können Sie in allen Gebieten, die mit Ihrem Leben zu tun haben, wirklich mündig sein, alle Informationen parat haben, also vom Handyvertrag über das Altenheim aussuchen bis zu der richtigen Zahnbürste? Ich glaube nicht. Das Bild des mündigen Verbrauchers ist eigentlich überholt. Ich glaube, den mündigen Verbraucher, als wenn man das so neoklassisch sieht, ist ja dann so der Homo economicus. Das ist ein schönes Denkmodell. Und ich sage mal ganz gerne dazu, dass man den am besten sich im Elfenbeinturm vorstellen kann. So ja. Fantasy-Film, schöne Wolken, Spitze guckt oben drüber, da leben diese mündigen Verbraucher. Ja. Aber auch nur da. Also als Denkmodell ist das wirklich gut, weil man ja sagen kann, okay, ich lasse mal ganz viele Sachen weg, ich stelle mir mal nur ein ganz einfaches Modell vor. Aber die Gefahr besteht genau dann, wenn der Fantasy-Film zu Ende ist. Also wenn die Illusion platzt, dann habe ich eigentlich das Problem, dass ich damit gar kein Leitbild haben kann. Weil ich weiß eigentlich, dass alle Menschen genauso nicht ticken. Aber warum? Warum können wir nicht mündig sein? Man muss da, glaube ich, unterscheiden, ob man jetzt die Mündigkeit im juristischen Sinne meint, so wie es in 2/3, 3/4 aller Gesetze und Verordnungen drin steht. Also von der Mündigkeit rede ich, die kann man, glaube ich, nicht erreichen, weil keiner von uns in allen Feldern Experte oder Expertin sein kann. Und gleichzeitig, das kommt ja erschwerend hinzu, in jeder Sekunde, jeden Tag, jede Woche immer up to date ist. Also alles Relevante, Wichtige in jedem Gebiet im Leben wissen müsste. Also mein Handyvertrag, bin ich genauso, also ich könnte zwar unheimlich guten Handyvertrag suchen, lüge ich jetzt mal, kann ich nicht, können meine Kinder besser. Aber beim Riester-Vertrag habe ich dann ein Problem, ne? Genau, aber beim Riester-Vertrag oder ein Altenheim suchen, ja? Ja, richtig, oder meinen Rollator testen, den ich für meine Mutter oder meinen Vater anschaffe. Die allein nur das Rating eines Pflegeheims zu vergleichen mit dem Rating von einer Anleihe, müsste ich ja dann zum Beispiel können. Es sind ganz verschiedene Systeme, müsste ich zerlegen können. Ich müsste also auch methodisch zum Beispiel sehr gut unterwegs sein als mündiger Verbraucher. Was damit aber nicht gemeint ist, ist, dass man anstreben sollte, natürlich von quasi so einer Art Bildungsideal, so im Humboldtschen Sinne, dass man sagt, ich möchte natürlich gerne in der Schule, auch in der Erwachsenenbildung gerne Menschen, die freiwillig, aus eigener Motivation möglichst gerne viel Verschiedenes kennenlernen. Das, glaube ich, sollte man auch nicht verwechseln. Aber der mündige Verbraucher im juristischen Sinne geht wirklich von einem Zustand aus oder vom Leitbild aus, was man nicht erreichen kann. Das ist wirklich eine echte Illusion. Es gibt also heute nicht mehr nur einfach den Verbraucher, eine Art von Verbraucher, also den mündigen Verbraucher, sondern die Verbraucher sind sehr, sehr unterschiedlich. Und da müssen wir als Politik auch drauf reagieren. Es reicht nicht, ganz viele Informationen zur Verfügung zu stellen und sagen, Verbraucher, nehmen Sie oder nehmen Sie eben nicht. Und damit haben wir unsere Schuldigkeit getan. Wir müssen auf die individuellen Bedürfnisse der Verbraucher eingehen. Und das versuchen wir in der CDU-CSU-Fraktion auch zu tun. Unser Ziel ist es, nachher Märkte zu schaffen, denen die Verbraucher wirklich vertrauen können. Aber auch gute Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn der Verbraucher eben so ist und sagt, ich kann nicht vertrauen, ich will die Informationen aus erster Hand haben. Daran arbeiten wir.